Hi, ich bin Sigi Eichhorn und in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ich heute hier den Wasserfall fotografiere. Ich bin dafür in die Pähler Schlucht in der Nähe vom Ammersee gegangen, musste jetzt ewig weit laufen, bis ich diese Schlucht gefunden habe. Nichts ausgeschildert und ziemlich sketchy hier über die Eisschollen und um die Wege einfach zu laufen. Aber der Wasserfall ist direkt hinter mir. Vorne will ich nicht filmen, weil es ist einfach so laut durch das Wasser plätschern. Gerade hat es Schlag getan, es sind richtig viele Eiszapfen von oben runtergefallen. Ich habe mal einen ND-Filter mit dabei, weil ich mir hoffe, dass auch Wasser fließt, dass ich das so ein bisschen dreamy aussehen lassen kann. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Ich werde da circa 20 Sekunden, 25 Sekunden lang belichten, eine ziemlich hohe Blende einstellen, also 16 oder 18, dass ich entsprechend lang belichten kann, weil mein Vario ND-Filter nicht der stärkste ist. Aber das ist einfach jetzt das, was ich dabei habe und versuche das jetzt entsprechend einzufangen. Ich habe das 16-35 mm Objektiv von Sony aktuell drauf. Das ist das weitwinkligste, was ich habe und damit versuche ich jetzt mein Glück. Blende 16. Mir auch ziemlich beeilen, es wird gleich dunkel. Ich bin viel zu spät von daheim losgekommen. Wie gesagt, ich habe hier in der wunderschönen Natur eine sehr schöne Stunde verbracht. In der Pähler Schlucht in Pähl. Eine Stunde weg von München circa. Zu den Einstellungen. Ich habe jetzt tatsächlich wirklich mit 25 Sekunden Belichtungszeit fotografiert. Meistens auf 16 mm, mal hochkant, mal im Querformat. Im RAW-Format habe manuell fokussiert und bin jetzt gespannt, was bei rumkommt. Ich muss jetzt dann noch durch die Schlucht durch, den Weg wiederfinden. Wird spannend. Hoffentlich muss ich nicht wieder durch den Bach laufen, es war arschkalt am Fuß. Ich sage schon mal Servus, ciao. Geil, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Sigi.